In diesem Video geht es darum, die Zeichenfläche auf hochauflösende Bildschirme anzupassen. Warum ist das nötig? Wenn ich in die Zeichenfläche zeichne, dann ist es an meinem Bildschirm zumindest nicht ganz scharf und bei dir ist das wahrscheinlich auch so. Und du siehst es besser, wenn du Linien zeichnest als Flächen, darum werde ich das zu Beginn machen. Wir werden sehen, dass das unscharf ist, auch auf einem Mobile Screen wird es unscharf aussehen und es ist relativ leicht, das anzupassen, aber es braucht hier einige Schritte und das möchte ich erklären. Ich tue dies anhand einer Vorlage in diesem Canvas API Tutorial. Bei MDN gibt es das zweitletzte Kapitel, dort heißt es Optimizing the Canvas und dort wird es beschrieben, wie das geht. Das ist dieser Absatz hier. Scaling for High Resolution Displays. Und höchstwahrscheinlich hast du so einen High Resolution Display bei dir. Und es braucht nicht so viele Zeilen, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Zeilen. Aber ich möchte das ein bisschen beleuchten. Und es ist auch gar nicht so schlecht, mal die Theorie dieser Bildschirme kennenzulernen. Warum das so ist und warum das notwendig ist. Und ebenfalls stütze ich mich hier auf eine zweite Seite aus diesem Canvas-Tutorial, und zwar ist das Drawing Shapes, die zweite Seite in diesem Canvas-Tutorial, und ich gehe hier hin, um diesen Bereich hier zu copy-pasten, damit wir ein Dreieck gezeichnet, damit wir nicht nur gerade Linien haben. Jetzt ganz zu Beginn zeichne ich mal Rechtecke mit Umrisslinie. Und das ist fast gleich wie ein gefülltes Rechteck, aber es hat eine eigene Methode dafür und für die Farbe auch. Ich muss also schreiben Stroke Style für die Farbe. Und das ist nicht eine Funktion, sondern eine Eigenschaft. Und da kann ich nehme jetzt mal schwarz und dann kopiere ich dieses Fill Rect und das heißt aber Stroke Rect. Also es gibt eine eigene Funktion, eine eigene Methode, je nachdem, ob ich ein gefülltes oder ein Rechteck mit Umrisslinie zeichnen will. Und die oberen beiden Zeilen, die lösche ich, so dass nur noch dieses Rechteck übrig bleibt und ich kopiere das nach unten, ändere die Variable und dann habe ich zweimal das gleiche, damit ich dann vergleichen kann, weil eines davon möchte ich optimieren und das andere bleibt so, wie es ist. Wenn du näher heranzoomst, dann siehst du, wie unscharf das aussieht. Und dann mache ich noch Pfade. Ich kopiere mir hier unter Drawing Triangle diesen Abschnitt und setze den ein. Zuerst einmal nur im oberen Teil und dann kriege ich eine Fehlermeldung, weil bei MDN, da gibt es nur einen Canvas und da heißt das anders. So, und jetzt ist es zu weit rechts, jetzt muss ich da ein bisschen üben, bis diese Werte, hoppla, muss hier irgendwie versuchen, das in meinen Bereich hineinzubringen. 100 ist zu hoch, dann nehmen wir vielleicht 75. Und da nehmen wir auch 75. Das ist nicht schlecht. Jetzt möchte ich es nicht untereinander haben. Ah, 75, das ist dann untereinander. Also nehmen wir hier etwas kleiner, 40. Das war am falschen Ort. Etwas nachdenken würde hier nicht schaden, aber so, das ist besser. Und es ist, du siehst, es ist ein bisschen ähnlich wie in P5, auch in Drawbot sieht das ähnlich aus. Aber was anders ist, ist, dass es Fill heißt am Ende. Ich muss Fill schreiben, damit dieser Pfad gefüllt wird. Und wenn ich möchte, dass der Pfad mit einer Linie gezeichnet wird, dann muss ich Stroke schreiben. Also hier ein großer Unterschied zu P5, das geht dort ganz anders. Und es ist auch nicht zu, also muss ich hier wahrscheinlich noch etwas Ähnliches wie
Close Pass schreiben, bevor ich es zeichne. Und jetzt ist es zu. Und auch hier könnte ich versuchen, eine Schräge ganz oben hinzukriegen, damit es keine gerade Linien gibt, damit wir noch besser sehen, wie unscharf das ist. Und dann kopiere ich diesen Block und setze den auch in die zweite Fläche. Und da muss ich dieses 1 ändern. Und jetzt habe ich irgendwo, oh, hier ein bisschen runtergerutscht, den Script-Tag kaputt gemacht. Und irgendetwas ist immer noch nicht gut. Wahrscheinlich muss ich einfach neu laden. Jetzt ist es gegangen. Und da zoome ich jetzt mal näher ran. Und auch hier sehen wir ganz grässliche hier Treppen. Total unscharf. Der Grund für diese Unschärfe liegt darin, dass moderne Screens viel höher aufgelöst sind als die Screens vor 15, 20 Jahren. Du erinnerst dich vielleicht, irgendeinmal hat Apple sogenannte Retina-Screens eingeführt. Und was sie da gemacht haben, ist, dass sie die Auflösung verdoppelt haben. Vorher war für jeden Pixel gab es drei Lampen, eine rote, eine grüne, eine blaue. Und die haben dann das Licht gemischt. Wenn alle voll geleuchtet haben, war es weiß und sonst eine Mischung oder schwarz. Und bei den Retina-Bildschirmen wurde für jeden solchen Pixel, für jede solche Einheit doppelt so viel eingebaut. Also dass nicht mehr eine Einheit da war, sondern 2x2, also vier Einheiten, vier Lämpchen. Und mittlerweile gibt es sogar noch höher aufgelöste Screens. Aber was sie nicht machen konnten, war, dass sie die Größen, die Schriftgrößen auf einer Website diesem feineren Raster angepasst haben, weil sonst wäre das hier nur noch halb so groß und wir könnten die Schriften nicht mehr gut lesen, wir könnten Texte nicht lesen auf Websites, weil sie so klein wären. Also mussten Browser so eingestellt werden, dass sie alle Größen aufs Doppelte skaliert haben, damit es noch lesbar war. Und der positive Effekt war, dass auch Kurven und feine Linien bei Schriften viel besser dargestellt werden konnten. Darum sind in letzter Zeit auch Fonts mit großem Kontrast, zum Beispiel klassizistische Schriften wie die Bodoni, das ist viel populärer geworden, weil vorher ging das gar nicht. Aber jetzt mit hochauflösenden Bildschirmen geht das gut. Aber diese Canvas-Fläche, dort passiert das nicht automatisch. Das müssen wir zuerst einstellen. Und das sind diese Zeilen, die wir hier abschreiben werden. Diese Seite kann ich jetzt zumachen. Und jetzt muss ich zuerst einmal herausfinden, wie groß ist das Element eigentlich. Ich weiß es zum Glück, es sind 100 mal 100 Einheiten, aber das kann ich auch abfragen. Und ich muss herausfinden, wie gut ist denn eigentlich mein Bildschirm aufgelöst? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesem CSS-Pixel-Raster und dem eingebauten Gerätepixel? Ich werde das jetzt für den ersten Canvas machen und für den zweiten nicht. Und hier halte ich mich an diese Reihenfolge und kopiere mal diese Zeile und füge die hier ein. Oder vielleicht tue ich das sinnvollerweise hier gleich zu Beginn, wenn ich Zugriff auf die Fläche habe. Und jetzt habe ich eine Variable namens DPR, also Device Pixel Ratio heißt das. Das ist der Faktor der Skalierung zwischen diesen Rastern. Und wenn ich das hier eingebe, dann sehe ich, das ist 2, also mein Bildschirm ist doppelt so gut aufgelöst wie die Größe des CSS-Pixel-Rasters. Also für jeden CSS-Pixel habe ich 4 Gerätepixel. Und dann gibt es hier eine Variable namens Rect, die hier vorgeschlagen wird. Und hier wird vom Canvas-Element, das bei mir anders heißt,
darum gibt es jetzt wahrscheinlich eine Fehlermeldung. Canvas is not defined, also muss ich hier schreiben CNV1 und das ist, Achtung, nicht CTX, sondern CNV, also das eigentliche HTML-Element. Hier wird gefragt, wie groß ist das? Getbounding Client Rect, das ist ein ganzes Objekt, das hier geliefert wird. Wenn ich das anzeigen lasse, siehst du, es ist ein Objekt. Und wenn ich das aufmache, dann gibt es hier verschiedene Eigenschaften. Bottom heißt der Abstand vom Rand des Viewports unten bis zum Element. X und Y ist die Position, also 8 Pixel von links eingerückt und 81 von oben. Das bezieht sich, soweit ich weiß, Irrtum vorbehalten, auf das Fenster. Und dann die Breite. Und hier sind das 102 Pixel und die Höhe sind auch 102 Pixel. Und das möchte ich noch korrigieren, weil das rührt wahrscheinlich davon, dass ich hier eine Linie mit CSS drumherum zeichne. Ich könnte das mal ändern und stattdessen einen Hintergrund machen mit dieser lustigen Farbe zum Beispiel. Und dann prüfe ich das nochmal rekt und jetzt ist Height und Width 100 und nicht mehr 102. Ich denke, das ist hier sinnvoll, weil mit dem, das wird nachher multipliziert mit diesem DPR, mit diesem Skalierungsfaktor. Also, das ist jetzt für uns nicht unbedingt notwendig, weil wir wissen, es ist 100 mal 100 durch diese Attribute hier. Wir hätten auch das nehmen können. Aber wir machen es mal so, wie es hier steht. Und es ist auch keine schlechte Idee, diese Kommentare hier mitzunehmen. Und dann nehme ich den nächsten Block. Also bisher haben wir nichts gemacht, wir haben nur zwei Zahlenwerte oder einen Zahlenwert und ein Objekt abgefragt. Und jetzt stellen wir aber die Breite ein. Und zwar sagen wir, auch hier muss ich die Variablen anpassen. Hier sagen wir, die Breite des Canvas, die soll jetzt sein, die Breite des Elements mal dieser Faktor, der Device Pixel Ratio Faktor. Und wir sehen, das wird jetzt hier doppelt so groß, beziehungsweise viermal so groß, weil es wächst ja in zwei Richtungen, nach oben und nach rechts. Die Höhe und die Breite wird hier neu eingestellt. Und wenn ich das anklicke in meinem Inspektor, dann sehe ich hier auch, dass diese Attribute neu eingestellt wurden. Width und Height ist jetzt auch 200. Also das ist das Resultat dieser Rechnung hier. Also wir blasen das aufs Doppelte auf. Und dann steht hier Scale the context to ensure correct drawing operation. Weil, wenn wir das jetzt angucken, unser Element ist doppelt so groß geworden. Aber das, was wir gezeichnet haben, steht jetzt immer noch hier oben rechts. Also das Koordinatensystem hat jetzt genauso viele Pixel oder so viele Einheiten, nicht Pixel, so viele Einheiten wie die Breite, die wir neu eingestellt haben. Und wir müssen das jetzt alles mitskalieren. Und das machen wir mit CTX, also die Zeichenfläche, und dann Methode Scale, das skaliert das Koordinatensystem. Und bläst alles aufs Doppelte auf. Also jede Einheit, das Koordinatensystem ist jetzt, wird grober aufgelöst. Und auch hier sollte ich diesen Kommentar mitnehmen, damit ich später noch weiß, was ich mir hier zusammengereimt habe. Und es gibt wahrscheinlich wieder einen Fehler, weil ich muss hier noch diesen Namen anpassen. Und jetzt sehen wir, dass es verdoppelt wurde. Und es wirkt zumindest etwas dicker und klarer als vorher. Aber es ist noch nicht das, was wir möchten, sondern was wir jetzt tun, ist, dass wir die gerenderte Größe wieder halbieren. Also wir haben es zuerst verdoppelt, die Größe des Elements verdoppelt, die gerenderte Größe des Elements verdoppelt, dann das Koordinatensystem skaliert und jetzt verringern wir die gerenderte Größe wieder. Und das ist das,
was hier unten passiert. Ich nehme das mal so mit. Das ist etwas unübersichtlich, weil das zwei lange Zeilen sind. Und hier sehen wir Style und Width. Also das ist dann nicht die Zeichenfläche, die wir hier beeinflussen, sondern das ist die Größe des HTML-Elements. Beziehungsweise überschreiben wir hier wieder diese zwei Eigenschaften Width und Height. Beziehungsweise das ist unser Element, das obere. Width und Height sind im Moment 200 als Resultat von Zeile 34 und 35, und jetzt korrigieren wir das wieder nach unten. Und zwar nicht mit diesen Attributen, sondern über CSS. Also hier Style und Width, das stellt eine CSS-Eigenschaft ein. Und auch hier muss ich den Variablennamen korrigieren. Und jetzt ist der Zaubertrick gelungen. Ich habe zwar hier als Breite und Höhe steht immer noch 200, aber das wird überschrieben durch eine CSS-Eigenschaft, die hier direkt ins Style-Attribut kommt. Das sind dann diese zwei Zeilen, die das verursachen. Und da wird es auf 100 Pixel herunterkorrigiert. Und der Trick ist, dass der Canvas sich selber als 200 mal 200 empfindet und das Koordinatensystem aufs Doppelte aufgeblasen wird, so dass innerhalb des Canvas dann auf der Zeichenfläche 100 mal 100 gilt und dass das Ganze mit CSS dann wieder verkleinert wird. Also es ist unter uns gesagt ein ziemlicher Hack, aber der Effekt ist, dass diese Linien hier viel, viel feiner und klarer werden, als sie ursprünglich waren. Also das ist ein massiver Qualitätsunterschied. Es war früher bei P5 so, dass das auch nicht von alleine passiert ist und dann sind mittlerweile höher aufgelöste Screens eingeführt worden und seither haben sie P5 so angepasst, dass das automatisch passiert. Wenn ich es richtig im Kopf habe, es fällt mir zumindest nicht mehr auf. Aber hier mit der Canvas API, wenn wir ungehobelt damit arbeiten und nicht mit P5, müssen wir das selber einstellen.